Wir befinden uns hier auf der Landstraße 565 von Birkenfeld in Richtung Neuenbürg und alarmiert wurde man zum Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Beim Eintreffen fanden wir den PKW vor, am Baum, direkt am Baum, und zwar drei Personen im Fahrzeug. Davon waren zwei massiv eingeklemmt. Die erste Maßnahme war dann, dass wir den Beifahrer konnten wir so aus dem Fahrzeug befreien, ohne technisches Hilfsmittel. Und dann mussten wir den PKW mit Hilfe von der Seilwinde des Rüstwagens von der Feuerwehr Neuenbürg vom Baum wegziehen, dass man überhaupt an die Fahrerseite konnte. Dann eigentlich nicht mehr. Problematisch war, dass der Fahrer massiv auch verletzt war und dass die Zeit halt dann dementsprechend irgendwann mal drängt und dass der dann schnellstmöglich aus dem Auto muss. Mehr oder weniger war es dann eine Crashrettung. Ja. Momentan reinigen wir uns mal so Stiefel und alles und dann die Fahrbahn nochmals sauber machen und dann werden wir die Einsatzstelle verlassen. Ja gut, wir üben ja diese Situation. Gut, dass natürlich drei Personen im PKW sind, das kommt jetzt äußerst selten vor. Aber man sieht, auch das ist möglich. Aber ansonsten läuft das routiniert und ruhig eigentlich ab. Die Feuerwehr Birkenfeld war mit 20 Einsatzkräften vor Ort und die Feuerwehr Neuenbürg mit 4.